Jean erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu. Bitte folgen mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Verspätung losgestellt. Wenn jemand sieht, dass ich mich gehüte, bin ich ruiniert. Ich will zum Haus der Blüten, wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Ich fühle mich so bloßgestellt. Wenn jemand sieht, dass ich zu diesem Blüten... Alles in Ordnung? Woher kam das? Bist du sicher? Wo ist er? Ein Dressur! Seid ihr verletzt? Hilfe! Trampelt hier jemand rum? Hey, ich könnte schwören, da war irgendetwas. Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Da bewegt sich was.
Ich sollte erst in meinen Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Man kann den Fluss. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Wieso gehst du mir aus dem Weg? Susi, du kennst doch Madams Regeln. Die Fahrt ist angebrochen. Und wenn deine Schicht vorbei ist, dann hol mir ein Wunder. Ha? Schleicht hier jemand herum? Wow! Eine Leiche! Wer war das? Ich wusste, hier unten ist jemand. Oh! Ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Das heißt, sie hätten die Leichen verbrannt, unter freiem Himmel. Schrecklich. Und wo genau sagten Sie, ist das passiert? Oh! Ah!
Welche Geheimnisse verbergt ihr denn noch, Madame Zhao Zhao? Flieder, ich glaube, du machst das mit Absicht. Du weißt, ich warte nicht gerne. Ein Mann, der für den Baron so wichtig ist, wie ich es bin, erwartet stets Perfektion. Wählt ihr deshalb immer mich aus? Oh, Meister Eastwick, ihr wisst, wie man ein Mädchen glücklich macht. Flieder, bitte. Du hörst nicht zu. Oh. Ich hatte eine harte Woche. Ich musste mit diesen Bürokraten das neue Fabrikgebäude in Cinderford planen. Was ich jetzt brauche, ist eine weiche Hand. Meine Frau hat Pranken wie ein Burrick. Oh, ein neues Gebäude, Meister Eastwick. Sagt mir, welches ist das? Du bist ja ziemlich keck heute Abend, Mädchen. Komm näher, dann verrate ich es dir vielleicht. Machst du noch mehr, als nur vor mir auf und ab zu gehen? Vielleicht ein bisschen anfassen? Oh. Oh. Etwas fester beim nächsten Mal, ja? Ein bisschen. Oh, das war gut. Das ist alt, viel älter als das Haus der Blüten.